Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Lang ist's her, willst du jetzt mal bitte saufen? Okay, tut sie nicht. Lang ist her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Lag an, ja, diversen Hindernissen. Hört sich vielleicht jetzt bescheuert an. Aber, hä? Trink was? Hat sie das jetzt weggeschüttet? Ich glaube, ich habe es wirklich gehört, ich bin doof. Ist schon sehr lange her, dass ich mal mehr weiß, wie ich jetzt trinken muss. Sehr schön, ich habe echt weggeschüttet, schlau wie ich bin. ja, privat ist so einiges passiert gewesen. Warum hört jetzt die Musik nicht auf? Egal. Privat ist bei mir so einiges los gewesen. Das hat sich jetzt schon bald 2 Monate hingezogen und ja. Es waren recht einige unangenehme Dinge dabei. 2 meiner Mäuse sind gestorben und Krankenstand, Probleme, oder soll man sagen, Probleme, ja. Der Arbeitsalltag, ne, also Stress auf der Arbeit, unangenehme Dinge auf der Arbeit, Stress mit Kollegen, wie es so ist halt, ne, im Real Life, ne. Muss ich trotzdem mal kurz nachschauen, warte. Habe ich das Spiel jetzt 2-mal offen? Nö. Es spielt halt einfach die Musik. Egal. Ich hoffe, das stört es nicht zu sehr. Haben halt mal Musik im Hintergrund. So. Wird eh bald aufhören wahrscheinlich. So. Jo, jedenfalls. Ja, das Real Life hat sich ganz krass gemeldet gehabt und hat seine Aufmerksamkeit gefordert. Ja. Und diesbezüglich hatte ich keine Zeit zum Aufnehmen, was mich auch ein bisschen geärgert hatte, aber es war nicht alles schlecht. Ich muss auch zugeben, ich habe mir erlaubt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele zu suchten. Es kam nämlich für die Nintendo Switch Fire Emblem Three Houses raus. Und ich liebe Fire Emblem. Ich habe das erste, das allererste Fire Emblem, das ich gezockt hatte, war, ich glaube für die Wii, Fire Emblem Radiant Dawn. Das Fire Emblem Radiant Dawn, das berühmteste, beliebteste Fire Emblem von allen, die es gibt, glaube ich. Also ich würde mal, also zumindest, darf ich das so sagen, für Konsolen. Ich muss sagen, es hat mich auch wahnsinnig in seinen Bann gezogen, damals schon. Auch mein Freund, wir kannten das überhaupt nicht, das Spiel. Und ja, jetzt kam halt wieder endlich mal eins raus für die Konsole, für die Nintendo Switch. Und ich muss sagen, jo, es hat seine Reize durchaus. Also wer so auf Strategiespielchen steht, es ist, wie soll man das vergleichen? Für die Leute, die es nicht kennen, es ist... Ja, man hat halt seine Gruppe, ne? Seine ausgewählte Gruppe. Jeder hat seine Stärken, seine Schwächen. Sei es jetzt Schwertkämpfer, Lanzenkämpfer, Bogenschütze, Magier, Heiler, alles ist dabei. Es gibt sie in berittener Form, in fliegender Form. Alles Mögliche ist da dabei. Und wie gesagt, jeder hat Vor- und Nachteile. Und das Allercoolste ist, jede Figur kann alles lernen. Also... Das gab es vorher nur auf der letzten 3DS oder beziehungsweise DS-Version von Nintendo. Und das gab es jetzt nochmal in, ich würde jetzt sagen, einer besseren Variante. Man schafft es zwar nicht in einem Durchgang alles zu lernen, ist ja auch nicht gedacht, man soll ja auch mehrmals spielen. Aber man hat die freie Wahl von Anfang weg, was man gerne machen möchte. Man kann auch quasi jedes Mal, wenn man neu beginnt, das Spiel, sich für was anderes aussuchen. Oder auch währenddessen. Jo. Geschichtlich gesehen muss ich persönlich sagen, jetzt werde ich wahrscheinlich verprügelt von einigen Liebhabern, gefällt mir Radiant Dawn doch ein Stückchen besser, weil mir kommt das aktuelle... ein bisschen zu kurz vor, ehrlich gesagt. Also es ist dann so plötzlich, zack, jetzt sind wir beim End. Fertig. Also ich hätte das gerne noch ein bisschen ausgeschmückter gehabt, würde ich sagen. Ja, das liegt daran, weil ich ein Suchti bin. Jawohl, ich wollte einfach nicht aufhören zum Suchten.
daran liegt's. So, achso, ja, die Farbe darf ich, kann ich nicht, ich habe keinen Platz mehr, ne? Ja! Ich habe ganz vergessen, dass wir auch schon einen Bogen gebaut hatten, weil den wollte ich mir jetzt eigentlich bauen. Ich suche die Kisten. Ich suche Kisten, ich brauche Platz. Bin total verwirrt. Ich habe gar kein Essen mit. Was wollte ich denn jetzt wegtun? Ich wollte die Farbe wegtun. Die Farbe ist ja nicht dabei noch, weil ich keinen Platz habe. Langsam jetzt, Zocki. Also, hier hatten wir was drinnen. Was hat man hier drinnen? Ich werde mal den Clipper reinschmeißen. So. Ist meine Farbe noch da oder ist sie jetzt schon... Na, sie ist noch da. Passt, Gott sei Dank. So, zack, zack, zack. Den nehmen wir mal mit. Habe ich Farbe mit? Habe ich Blüten? Na, das willst du nicht weghauen. Ich will ins Inventar. So. Farbe, Blüten habe ich jetzt keine mit. Na, muss ich erst holen gehen? Okay. Jo. Könnte ja auch ein Patch sein, dass die Musik jetzt immer da ist. Egal. So, wir haben tolle Farbe. Schwarz, ich will nicht die Schwarz, ich will die daher. Genau, so muss das sein. Richtig. Gut, Blüten brauche ich. Wir haben Rot, wir haben Weiß recht wenig, würde ich sagen. Machen wir weiße Blüten. Ja, nehmen wir mal. Nein, die will ich haben. Herrschaftszeiten. So. Gut. Essen. Essen, Farbe, ich muss vieles machen. Schatz, ich drücke immer falsch. Ich bin jetzt eine andere Tastaturbelegung gewohnt. Weil ich die letzten Tage Minecraft gespielt habe. Privat. Und ja. Jetzt bin ich da wieder voll dumm drauf. Ich habe keinen Platz. So. Also, die Musik ist jetzt mal ruhig. Sehr gut. Gut, wir... Was will ich denn machen? Habe ich jetzt rein... Ja, passt alles. Was will ich denn jetzt machen? Ich habe keinen Plan. Man merkt es, denke ich mal. Metallbahn. So. Die Planken können wir wieder da platzieren drunter. So, okay, passt. Nächstes Metall schmelzen, würde ich mal sagen. So, das habe ich schon mal hinbekommen. Ist ja unwahrscheinlich, dass ich das noch hinkriege irgendwie. So. Jo. Dann brauche ich... Ja, da könnte ich die mal reinschmeißen. Was haben wir hier noch drin? Federn. Ja, die packe ich hier mal hin. Jo, was ich machen wollte, wäre mal erfolgreich Eier zu kriegen. Also keine männlichen Eier, sondern die von den Möwen. Ich bin zu doof dafür. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht sollte ich die Möwe nicht unbedingt verletzen. Wäre vielleicht auch schon mal ein Anfang. Aber, ja. Ich bin halt nicht die hellste Kerze. So, noch ein Schlückchen trinken, noch ein Schlückchen trinken. Und dann kann man nämlich mit einmal... So, ganz elegant. So. Das hier den Reiniger befüllen. Genau, was ich auch machen wollte, ist aufzuhören, unser Floß zu bemalen. Ich dachte nämlich echt, das wäre nur einseitig und ich habe es irgendwie immer schlimmer gemacht. Es ist jetzt ein richtiges, farbenfrohes Katastrophchen. Ja, das kann man, glaube ich, so bezeichnen. Aber es soll euch auch eine Lehre sein. Also passt auf, wenn ihr das Floß bemalt, es wird nicht unbedingt schön. So, das zu dem. Fisch. Ich, müsste mal nach einer Insel Ausschau halten. Da müsste man ja auch mal hin. Und da könnte ich auch noch was einpflanzen. Eine hübsche Blume wäre nicht schlecht, glaube ich. Immer schmeiße ich alles weg. Ich schmeiße immer alles weg. Was hat sie denn jetzt? Hunger. Ja, ja. Ja, ja. Ich kämpfe mich schon rauf. Ja, ja. Ich kämpfe mich schon in die Küche. Nur kein Stress, das mit den Möwen habe ich, glaube ich, komplett verhaut. Haben wir hier was drinnen? Ich glaube, da schmort tatsächlich was.
Habe ich einen Platz dafür? Ne. So hätte ich bald Platz, ja. Brauchte ich nicht eine Schüssel dafür? Ich glaube schon, ne? Für das muss ich ja erstmal was machen, glaube ich. So. Der Hai ist schon wieder da. Der zerlegt mich schon an meine Bude. So, jetzt muss ich mal da wegessen. Sonst verhungere ich hier noch. So, was ich auch brauche, ist dann unbedingt mal, glaube ich, ein besserer Speer. Ja, schon zu spät. Da hat er es mir weggefressen. Dieser Mist, dieses Mistviech. So. Da drüben hat er auch schon was angenagt. Genau, diese Metalldinger will ich noch fertig machen hier. Zumindest außen rundherum. Aber ich werde auch den ganzen Boden hier machen müssen, weil wir wissen, dass der Hai auch durchaus in der Lage ist, mal hier so ein Eck wegzufressen. Gut. So, das zu dem. Stimmt, da wollte ich auch mal nachschauen. Was braucht man denn jetzt noch alles für Dinger? Explosives Pulver. Wie kriege ich denn das zusammen? Was ist das? Netzkanister. Ich muss einmal klupschen. Was kann ich denn alles bauen? Reiniger, den Grill, das haben wir ja schon alles. Sprinkler. Leiterplatte, habe ich die schon mal gebaut? Wupp. Schaut nicht aus. Eine Leiterplatte, kann ich die überhaupt? Doch, ich kann sie schon bauen. Okay, Plastik, Clipper und Dingens, das hätten wir sogar. Dann brauche ich nur noch Bolzen und dann kann ich mir einen Sprinkler kaufen, der noch nicht übersetzt ist. Wir brauchen eine Batterie dafür. Kann ich die bauen? Ich habe keine Ahnung. Da, Batterie, tatsächlich. Da brauche ich Kupferbahn. Die müsste ich eigentlich haben. Den Rest habe ich da eh. Das müsste hinhauen, Bolzen. Baue ich mir mal jetzt einen. Und dann gehe ich mir das Clipper-Zeug holen, ne? Das habe ich ja da reingeschmissen, glaube ich, hier irgendwo. Da ist er schon mal. Genau. Den Clipper nehme ich mit. Das tausche ich jetzt einmal kurz so um. Würde ich meinen. Das können wir stacken. Ich probiere mal. Habe ich jetzt was vergessen? Ich hoffe nicht. So. Also. Ein Sprinkler. Ich bin echt gespannt, ob dann die Sachen hier automatisch bewässert werden. Eine Leiterdings. Da brauche ich mal einmal. Ich habe natürlich keinen Platz im Inventar. Scheiße. So, was kann ich denn weghauen? Oh, ich esse mal was. Das wäre vernünftig. So, also. Nom, nom, nom. Jetzt kann ich die aufheben. Boah, Glück gehabt. Platz habe ich jetzt keinen, ne? Nein. Natürlich nicht. So, warte. Nicht draufgehen. Ich wollte um die Ecke. Ich wollte hier gleich die Metallbahn hier nachlegen. So, aufheben. Ja. So, ich kann das. Ich kann das. Ich bin ein Profi. Man sieht das auf den ersten Blick. Ich brauche Platz. Ich leg mal... Ja, mir wurscht. Das kommt mal weg. Schnell, 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 schnell. Bevor das verschwindet. So. Planken nachlegen. Hier noch ein paar. Da nimm. So. So. Langsam. Gut. Zocki, alles drei nach. So. Das Seil nimmt mir gerade Platz weg. Ich glaube, jetzt müsste es gehen, oder? Probieren wir es halt nochmal. So. Also, ich brauche, wo war denn das? Das war hier jetzt, ne? Da, Sprinkler. Da fehlt mir jetzt, also brauche noch einen zweiten Bolzen. So, jetzt kann ich das mal herstellen. Und, da steht doch, ne? It seems to need a battery. Batterie, ne? Die habe ich gelernt, die haben wir eh schon angeschaut. Die ist hier, die Batterie. Jetzt fehlt mir Kunststoff und Schrott. Okay. Ja, friss halt, du Saufiech. Echt unglaublich. So, wo haben wir denn? Habe ich hier? Na, den Schrott hatte ich immer da, glaube ich, ne? Ich habe keinen Schrott. Ich nix haben Schrott. Ich meine, wir müssen besuchen eine Insel. Dann du haben Schrott, Zocki. Ach, ne. Gut. Das wird nichts. So, den nehme ich mit, oder? Lass ich den? Lass ich den.
Weil wir brauchen ja eh sowieso ein bisschen Seetang auch. Jetzt habe ich das nicht gesteckt. Also, weil ich geerntet habe, glaube ich. Möwe, du gehst mir aber gehörig auf den Keks. Ah, hinstellen kann ich das schon mal. Dann ist es wahrscheinlich echt so ein automatisches Gießdings da. Ist ja aber schön, hier ins Eck zu stellen. Dann müsste ich die beiden hier aber woanders hinstellen. Habe ich Platz? Ich hätte Platz. Warte kurz. Warte kurz. Ich probiere das jetzt zu entfernen. Ganz elegant. Plupp. Und hier auch. Wobei die Vogelscheuche, die müsste fast hier stehen bleiben. Ich werde versuchen... Oh, das war das Falsche. ich möchte gern hier die Lampe. Oh, das wackelt so schief. Danke. So. Das habe ich sehr elegant gelöst. Unwahrscheinlich wie elegant. So, so. Ich werde es ein bisschen so vielleicht. Zentraler wäre schon schöner, ne? So. Ja, ja, ich komm schon. Ich komm schon. Ich hau dich schon rein. So, so. So. Das war's mit dir, du Stritzi. So, und einmal reparieren. Zack, geht schon. So. Möwe. Ja, ich glaube, ich sollte sie mir essen lassen. Ich will probieren, wenn sie genug gegessen hat, ob sie dann ein Ei für uns legt. Ob es an dem lag, dass ich, sie mal erschreckt habe. Da muss ich halt mal ein bisschen nachpflanzen. So, jetzt kann ich das mal warte. Warte. Ich habe die Vogelscheuche kaputt gemacht, kann das sein? Ja, die ist dann scheinbar ruiniert. Sehr gut, Zocki, das ist fein. Das ist allergrößte Kunst. Wenn ich die jetzt ein bisschen drehe, ist es dann... Na, macht keinen Unterschied. Hätte ich es gleich so lassen können. So, irgendwie... So, gut, das hätte ich lassen können. Entschuldigung. So, den wollte ich aber ganz elegant irgendwie... Naja, dann halt da oben, oder? Die Vogelscheuche ist eh im Arsch. Die kann ich eh wegtun. Warte mal. Die ist eh fertig. Zack. Dann kann ich die Vogelscheuche da oben hinstellen. Vielleicht bringt sie es ja was. So, hat der jetzt Platz? Ich habe keine Ahnung, wie man den richtig hinstellt. Ich hoffe mal so. Da ist er mir aber voll im Weg, oder? Da wäre halt schon schöner gewesen. Na, nee. Na, ist egal. So richtig platzsparend ist das Teil jetzt nicht. Und ich kann jetzt was damit machen? Noch nichts, ne, weil die Batterie fehlt. Die wahrscheinlich hier reinkommen muss und dann wird sie gehen. Und dann kann ich wahrscheinlich gießen. Das ist die Frage, ob das automatisch geht. Weil dann gießt der in die falsche Richtung. Jo, mal schauen. Ich pflanze wieder ein paar Rüben an. So. Und hier auch noch. Zack, zack, zack. Die ernte ich jetzt mal. Na, na nü. Geht nix. Müsste gehen. Ich will das ernten. Ja, und rote Rüben möchte ich hier gerne anpflanzen. Da haben sie recht. So. So, ich trinke mal wieder einen Schluck. Noch einen Schluck. Und noch einen Schluck. Und dann kann man hier wieder... Ja, wobei... Das könnte ich ja auch gleich ernten. Und gleich die nächsten Kartoffeln anpflanzen. So, jetzt habe ich kein Wasser mehr. So. So. Und... Tapsel, tapsel, tapsel. Hier.
So, Dapsel, Dapsel, Dapsel. Und da. So. Das passt ja schon mal. Gut, dann meine Tasse. Da muss ich mir auch bald eine neue Flasche. Ich glaube, deshalb wollte ich, ich wollte die Tasse, glaube ich, auswechseln, ne? Und mir noch eine Flasche bauen. Mein Flaschenbrei sowieso ohne Ende. Weil ich muss mir eh bald wieder eine neue Sauerstoffflasche bauen. Sauerstoffflasche. Da ist der Hai. So. Weg damit. So, passt. Gut. Wir sind am Verhungern. Und ich muss jetzt noch schnell nachschauen. Aha, die Farbe wäre auch fertig. So, wie zum Teufel ist denn jetzt diese Schüssel gegangen? Ich brauche nur reinen Ton. Okay, zwei Stück, dann kriege ich eine Schüssel. Okay, der Ton war da. Halt, da. Trockenziegel, Ton. Genau, deshalb habe ich ihn nicht geschmolzen. Geschmolzen, getrocknet, jetzt habe ich's. So einmal, dann würde ich sagen, da, einmal, sind die vier Stück, das passt genau, so, dann wieder zurück, so, passt, jetzt gehen wir unser Chappi holen. Unseren leckeren Eintopf, der leckere Eintopf ist das. Und dann wäre gut auch noch fischen, glaube ich. Meine Güte, jetzt kommt ja schon wieder dieses Haifischviech. So. Einmal, zweimal. Und ich würde sagen, so. Ein paar Rüben noch. So. Und? Wie geht das jetzt schnell? Rübe, Dings, wie kann man das jetzt? Da muss man eben stehen. Na, jetzt da. So. Genau. Kompott könnte man auch mal kochen wieder. So. Wie schaut es mit Platz aus? Habe ich keinen. Gut, dann werde ich mal das wegessen. Ich weiß auch nicht, warum sie die Schüssel mit isst. Und ich weiß auch nicht, warum er die nicht trocknen muss. Oder ich muss sie vielleicht sogar... Na, muss ich nicht, ne? Die ist sofort trocken. Egal. So, wir essen wir das jetzt mal. Mahlzeit. Auf jeden Fall ist mir das ein Rätsel, warum die Schüsseln auch mit kaputt werden. Na, das Nest mögen sie überhaupt nicht. So, das essen wir jetzt auch mal. So. Dann schauen wir hier mal rein. Mhm, da hat sie gefuttert. Aber das mag sie nicht. Das Nest. Naja. Gut. Der Eintopf köchelt schön fleißig vor sich hin. So. Stopp. Da drüben hat er kaputt gemacht. Das werden wir gleich reparieren. So. Zack. Gut. Jetzt wäre eine Insel mal nicht schlecht. Eine Insel. Und was auch nicht schlecht wäre, wo ist es denn? Da ist das Werkzeug. Den da möchte ich auch mal gerne machen. Metallbahn hätten wir eh genug. Seile hätten wir auch. Und Bolzen müssen wir auch nur herstellen. Dann könnte ich den mal machen. Ein noch größeres Gerät zum Stochern in Dingen. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Muss man echt sagen. Sehr schöne Beschreibung. Ich wollte mir aber auch mal eine Schere, glaube ich, basteln. Für den Fall, dass wir Schafe finden und eine Schaufel wollte ich mir, glaube ich, auch bauen. Na, vielleicht muss ich mir auch zuerst eine Schere bauen, damit ich überhaupt die Chance habe, ein Schaf zu finden. Was mache ich immer da? Ich will immer hierher. Ich weiß nicht, warum. So. Die Batterie. Was hat mir jetzt da gefehlt? Schrott, genau. Da habe ich nur zwei Stück Schrott. Aber vielleicht ist ja in diesen Fässern was drin. Stein. Schrott. Bingo. So. Dann können wir die Batterie herstellen. Sehr gut. Und jetzt kann ich die Batterie ganz elegant hier reinstecken. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Und jetzt...
Entfernen. Und jetzt? Muss ich jetzt hier noch was reinfüllen? Hier Wasser oder so? Tatsächlich. Eine Flasche voll Süßwasser platzieren. Huch, das wollte ich gerade nicht. Eine ganze Flasche oder? Warte mal. Tap, 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 tap. Ah, die Anzeige ist jetzt voll. So, und jetzt? Ich trinke mal was. So. Kschuh. So, und jetzt? Kann ich was machen? Da ist die Beschreibung. Aha, okay. Ich müsste die Beete jetzt neu anordnen. Okay. Das heißt, ich müsste sie so hier im Feld rummachen. Das wäre auch wurscht. Dann können wir einige von diesen Dingen machen. Warte mal. Ich ernte mal ganz schnell. So. Dann reiße ich das ab. Na, warte, die brauche ich nicht. Das muss ich abreißen. Oder doch, warte. Warte. Und jetzt nehme ich... Habe ich Platz? Nein. Warte mal, ich muss mal kurz hier organisieren. Warte mal. Die Bretteln tun wir mal weg. Und zwar alle. Die Kupferbahn tue ich weg. Die Nägel tue ich weg. Da ist wieder das Haifischviech. Schnell, 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 schnell. Warum nicht die bessere... Ich glaube, dreimal habe ich ihn erwischt. Den Hund. Was fehlt mir? Planken. Ja, weil ich sie gerade weggetan habe. So. Gut. So. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte den jetzt umplatzieren. Das heißt, ich brauche Platz im Inventar. Kann aber schon eigentlich den hier theoretisch so machen. Ne, weil da ist gestanden, da hinten. Aha, auf zwei Felder vor. Das heißt, ich darf noch eins machen. Okay, jetzt müsste ich Platz haben für die Batterie. Jetzt muss ich den... Habe ich noch Platz? Ja, jetzt muss ich den wegtun. Da muss ich wahrscheinlich nochmal neu befüllen. Ist wurscht. Das ist nicht so tragisch. Man muss ja erstmal drauf kommen, wie das geht, ne? So, jetzt kann man den Kerl... Theoretisch geht das nicht. Ah, okay. Das heißt, ich muss dann doch das noch mit wegreißen. So. So. Jetzt können wir den Sprenkler vielleicht platzieren. Jetzt ist die Frage, ob er, wie er schauen muss. Theoretisch so, ne? Wird wahrscheinlich so hin und her schwenken. Hier wäre er sonst, da wäre fast ein besserer Platz. Dann muss ich das doch wegreißen. Gut. Learning by doing, ne? Einmal und... Nochmal. So, jetzt kommt der Sprenkler hin. Also, da, theoretisch. So, dann kann ich die Pflanzkisten hier, also die Batterie zuerst. Aufgefüllt ist jetzt natürlich nicht, weil ich das ja kaputt gemacht habe. So, jetzt sollten wir das hier so... So. Ich würde sagen, so. Ein bisschen elegant. So, so, und den dritten hierhin. So. Dann gehen wir mal das Wasserflaschel, verstehst? Das Wasserflaschel befüllen, wollte ich sagen. Ja, okay, ich komme von hier ran, das wollte ich nämlich wissen. Ist der jetzt voll? Jo, der ist voll, das funktioniert schon mal. Dann müssten theoretisch ja auch dieses Beet, wenn ich das rüber tue, müsste ja auch funktionieren. Aber dann schaut es so schier aus, oder? Das hat gerade so eine schöne Form hier im Eck. Ich
glaube, das werde ich selber lassen für mich da. So, 1, 2, 3. Ja, und jetzt müsste ich noch 1, 2, 3, 4 könnte ich noch bauen, ne? Wo haben wir denn das Zeug? Hier. Planke und Seil. Okay, das ist nicht so tragisch, da haben wir genug. Planken. Und Seile kann ich selber mal zack, zack, zack herstellen. So. Also 1, 2, 3, 4. So. So, das sollte theoretisch. Kann ich, wenn ich das so hin tue? Hätte der Platz? Gerade nicht, ne? War so klar hier. Oder doch? Vorsicht. So. Ja. Ja, geil. Hat der Platz. Ich bin entzückt. So, jetzt muss ich nur von hier am besten den ersten zumindest mal. Ich kann ihn wieder wegreißen. Wenn es nicht passt. Ah, wirst du grün? Danke. Einer. Dann hier. Zweite und dahinter der dritte. Der dritte. Sehr schön. Ja, so will ich das haben. Nice, nice, nice. Gut. Dann schauen wir mal, ne, ob es funktionieren tut. Wir nehmen unser Gmirs. Ja. Da. Da herüben. Jawohl! Das ist genial. Das haut super geil hin. Aber ich glaube, wir hätten da sogar noch Platz. Wir könnten hier scheinbar nochmal was hintun. Der spritzt sehr weit. Zocki, pfui. Ach so, ja. So. Da könnte ich theoretisch den großen auch noch. Ah, der Haifisch. Da will ich ihn nicht mehr, glaube ich. Der frisst jetzt mein Floß weg. Ja, ja. Oh, du Wirstel. Was hat er mir jetzt weggefressen? Ich glaube, mein Bett. Warum macht er immer mein Bett kaputt? Ich muss ein Part beenden. Der frisst immer. Kann ich machen, was ich will? Immer. Immer frisst dieses Mistviech. Frisst mir mein Bett weg. Der ist mir alles neidig. Alles. Mistviech. So. Ich brauche Plastik kurz. Ja, das reicht schon. So. Bau hin die Kacke. So. Danke. Boah, dieses Viech. So. Gut. Das zu dem. Da können wir voll noch hier vorne, glaube ich, noch eine Reihe bauen. Wird es dem gar nicht stören. Aber hier habe ich ein Problem. Da kriege ich, glaube ich, nicht mehr so schön so ein Dingens hin. Das passt hier gerade perfekt. Weil es wird ein Stück drüber stehen, glaube ich. Ach, ich lasse es mal so. Ich brauche, dann wäre hier schon bald Kamot. Kamot wäre das. Wassermelonen haben da nicht Platz. Das hat auch nicht Platz. Was braucht man für Blumen? Ich würde sagen schwarze, oder? Oder blaue. Nehmen wir schwarze. Schwarze Blumen setze ich da noch an. Ich hoffe, dieses Möwenviech frisst nicht alles weg. Ich werde auch gleich versuchen, auf der Stelle noch eine Vogelscheuche hinzuplatzieren. Was ist der? Er wird bis hierher. Er wird sogar bis daher kommen. Ob das jetzt nur optisch ist, weil. Siehst du? Der kommt bis daher. Interessant. Breiter schafft das, glaube ich, nimmer, aber in die Länge. Hoho. Jo. Wurscht.
Aber das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Das ist auch praktisch. Jetzt da. Wie schaut's aus mit Wasser? Hat er noch genug? Gut. Vogelscheuche. Die Vogelscheuche. Da braucht man Nägel und dann Kunststoff. Nägel und dann Kunststoff. La la la. Vogelscheuche. Tra ra da da. So. Dann würde ich mal sagen. Ganz elegant. Eins. Ich würde sagen, so, ha? Einen dahin. Zack. Und dann bauen wir noch eine, oder? Noch eine Vogelscheuche fällt mir. Man kann es nicht glauben, mir fällt Palmblatt. Dass ich das noch erleben darf. Aber wir haben eh genug hier drin. Da brauche ich gar nicht aus unserem Lager was zu nehmen. So. So. Die hübsche stellen wir dahin. So. Ist das so? Gegenverkehrt? Halt. So. So. Passt doch. Oh, ich habe sie verkehrt hingestellt. Sie schauen ins Beet rein. Ja, ist aber auch wurscht, ne? Dann können sie gleich begutachten, wenn so ein Mistviech kommt. Das passt genau. So. Gut. Dann wäre schön, das wäre sehr schön, wenn ich da jetzt mal wieder so Wassermelönchen oder Ananas hätte. Aber ich habe nur ein Melönchen. Also wir haben auch Melönchen ansetzen. So. So, Melönchensamen. Weil dafür braucht man dieses große. Und da muss ich jetzt endlich mal den Part beenden, Herrschaftszeiten. So, eins, zwei und schnell ein bisschen Wasser und... Na nü. Okay, das hat nicht hingehauen. Schockschwere Not. Und ich habe das schon wieder verbraucht. So wird es eher sein. So, und da machen wir gleich die Flasche voll. So. Und platsch. Weil hierhin kann es nicht bewässern, ne? Nein. Nach hinten geht's nicht. Okay, passt. Dann trinken wir noch schnell einen Schluck. So. Passt genau. Und nicht vergessen, nachfüllen. Passt, dann beenden wir den Part ganz schnell. Ich hoffe, das wird kein Zweiteiler. Und dann hören wir uns im nächsten Part, ihr Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!